Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Auf dem Weg zum Botanischen Garten, da waren wir schon lange nicht mehr. Ich glaube, letztes Mal Rionnest. Jetzt ist der Hydropi. Checken wir mal die Lage. So, angekommen. Wir können einfach durch. Da links neben mir ist die Kasse, aber im Winter ist es offen. Umsonst. Umsonst, Beste. Also ich habe mir sogar früher, wo Rionnest hier war, das ist ja richtig saftig gewesen, überlegt, ein Jahresabo zu holen. Aber hey, wenn es im Winter umsonst ist, dann doch nicht. Und hier ist auch direkt ein Hydropi. Saftig, so geht's los. So, auf dem Weg nach da hinten, ihr könnt sehen, alle Module geschmissen und hier werden auch direkt ein paar Hydropis angezeigt. Das ist auch die Stelle, wo ich so viele Glühhirne auf einmal gefangen habe. Also da geht's ab, ich muss nur den Weg dahin finden. Ich glaube hier einmal links abbiegen. So, und los geht's. Das ist sogar ein Rihorn, so wie in alten Zeiten, Botanischer Garten Rihornnest. Der kriegt sogar eine gelbe Birne, auf der guten alten Zeiten. So, ich erinnere mich, ein Handwerfen voll schwierig für Rihorn. Oh Mann. Also so. Und gleich daneben ein Hydropi. Alles klar. Ich glaube, ich habe noch über 2000 Rihorn-Bonbons von den letzten paar Malen. Ja. Und hier zwei Hydropis. Saftig. Geht schon mal wieder richtig geil ab. Schön schwach, sehr gut. Oh, komm. Der erste drin. Also nicht der erste von heute, aber jetzt der erste von den zwei. Und hier ist einer und da. Ne, aber eine Menge Sachen. Ich habe immer noch keinen guten. Ich habe bisher nur schlechte, also hoffentlich habe ich dann am Ende des Videos überhaupt einen guten, den ich entwickeln will. Weil bisher sieht es schlecht aus. Vielleicht entwickle ich auch gar keinen. Und warte bis nach dem Wochenende, weil da ist Perch. Da wird wahrscheinlich ein 100er kommen bei dem Nest. So, noch ein Rihorn. Und schaut mal, wie fett das ist. 1300. Alter, ist das krass. Der wird direkt 2,7 oder 2,8. Ohne Pushen. Schauen wir mal, ob ich den überhaupt treffe. Ah, komm. Okay. Wenigstens mal getroffen. Oh, abgehauen. Leidend. Richtig leidend. Oh mein Gott. Ich glaube aus dem Modul mein erstes Bummels. Saftig. Da hat sich ja der Trip gelohnt. Mein erstes Bummels. Also falls ich ihn bekomme. Nicht, dass er wieder so abhaut wie das Rihorn gerade eben. Und? Yay. Das freut mich. Eine kleine nette Überraschung. Cool. Bam. Neuer Dex-Antrag. Und hier müssen eigentlich auch zwei Hydropi sein. Also hier ist einer, oder? Ne, das ist ein Sepa. Fehlalarm. Abschnitt einer ca. 300-jährigen Stieleiche. So, da sind wir wieder. Mein Gott, ich hoffe, ihr könnt mich von hier sehen und hören. Das sind erstmal zwei Hydropis, die gönne ich mir. Und dann. Ach komm. Ist das hier die Stelle beim letzten Mal beim Rihorn-Video? Die habe ich echt geil gemacht. Wir können natürlich nicht wieder dieselben Tricks verwenden. Ach, Hydropi. Sprich, wenn ich hier die Hydropis gefangen habe, blende ich nochmal die geile Szene vom Rihorn-Video ein.
eines der Highlights letztes Jahr. Oder das war immer noch dieses Jahr. Ey, was ist mit diesem Hydrophil los? Himbeere kriegt er sogar mal. So. Und mein Kabel lädt nicht. Mein Akku ist schon leer. So, endlich gefangen. Und Nummer 2. So. Und einspulen, die Szene vom letzten Mal. So, zum Abschluss, ich wollte schon gehen, noch ein Bummels, mein zweites. Richtig saftig hier. Natürlich, falls ich ihn wieder bekomme. Heute ist ja nicht so sicher. Oh mein Gott. Das schreckt mich doch nicht so, Bummels. Ja, mein Gott, so kalt in einer Hand. Keine gute Kombination. Aber er ist drin geblieben. Bin gespannt, was für IV die haben. Vom letzten habe ich noch gar nicht die AV gecheckt. So, das war's von den Hydropis und vom Botanischen Garten. Unser guter alter Freund. Wir haben da echt viele Stunden verbracht. Ich habe jetzt die AVs von allen Hydropis gecheckt. Ungelogen, bei jedem schlechtester Satz. Keins war besser als der schlechteste Satz. Und ehe ich mich versehen habe, habe ich bereits alle verschickt. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr einen zum Entwickeln, obwohl ich genug Bonbons hätte. Also müssen wir echt auf die Perch am Wochenende hoffen, dass wir da einen 100er bekommen oder sogar 98. Und dann können wir den entwickeln. Also heute leider nicht. Hat dafür einen neuen Bummels gefangen, neuer Dex-Eintrag. Das hat mich echt gefreut. Ansonsten war es das eigentlich auch schon. Schreibt noch in die Kommentare, ob ihr schon ein Sumpex habt oder ein gutes Hydropi. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Checkt den Shop ab. Oh, heute gar nicht an. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.